Der Pariser Flughafen Roissy am Morgen. Kamerateams haben Aufstellung genommen vor dem verwaisten Check-in-Schalter der Egypt Air. Sie berichten vom rätselhaften Verschwinden von Flug MS-804, das ägyptische Behörden inzwischen einen Absturz nennen. Bei dem Flugzeug handelt es sich um einen solchen Airbus A320. Dieser Maschinentyp gilt als sehr zuverlässig. Die Piloten seien sehr erfahren gewesen, so die Fluggesellschaft, mit insgesamt rund 10.000 Flugstunden. Auch das Wetter war offenbar gut. Um kurz nach 23 Uhr französischer Zeit hebt das Flugzeug ab mit Ziel Kairo. 4 Stunden dauert ein solcher Flug normalerweise, doch kurz nachdem die Maschine das ägyptische Hoheitsgebiet erreicht, verschwindet sie vom Radar. Ob ein automatischer Notruf abgesetzt wurde oder nicht, ist noch unklar. Beim letzten Kontakt wenige Minuten vor dem Verschwinden habe der Pilot keine Probleme gemeldet. An Bord insgesamt 66 Personen, darunter 10 Besatzungsmitglieder. Die meisten Passagiere stammen aus Ägypten und Frankreich, auch 3 Kinder sind dabei. Frankreichs Ministerpräsident Valls äußert sich in einem Hörfunkinterview. Wir sind natürlich in Kontakt mit den ägyptischen Stellen, sowohl mit den zivilen als auch mit den militärischen. Ägypten hat bereits Aufklärungsteams losgeschickt und auch wir werden uns an der Untersuchung beteiligen, wenn Ägypten das möchte. Ich glaube, im Augenblick sollte man nichts ausschließen, was zu dem Verschwinden geführt haben könnte. Am Flughafen in Kairo kümmern sich Psychologen um Angehörige, die hier ihre Lieben empfangen wollten, dann aber warteten, vergeblich.